Ein fischiger Geruch im Haus, nicht der einer leckeren Portion Lachs, bedeutet nicht, dass du vergessen hast, den Müll mit den Fischgräten von gestern Abend rauszubringen. Dieser üble Geruch sollte dich daran erinnern, einmal die elektrischen Geräte in deinem Haus zu überprüfen. Kaputte Kabel, fehlerhafte Sicherungen, überhitzte elektrische Systeme und überlastete Schaltkreise können fischig riechen. All diese Kabel sind mit Plastik ummantelt. Heizt es sich übermäßig auf, gibt es diesen Fischgeruch ab. Wenn es zu Hause nach verfaulten Eiern riecht, bestelle sofort einen Klempner. Der wahrscheinlichste Grund ist ein Problem mit den Abflüssen, aber solche Gerüche können auch entstehen, wenn der Boiler defekt ist. Ein weiterer möglicher Schuldiger könnte ein Gasleck sein. Hersteller versetzen das Gas mit einer besonders unangenehm riechenden Chemikalie, sodass der Endverbraucher auch das kleinste Leck sofort bemerkt. Manche Menschen glauben, man könnte dank dieser Additive auch Kohlenmonoxid riechen. Doch dem ist nicht so. Dieses Gas ist ein gefährliches Nebenprodukt bei Verbrennungen. Im Gegensatz zum Gas wird es nirgends gelagert und man kann auch keinen Geruch hinzufügen. Vorsicht! Wie viele andere lästige Dinge verfügt Schimmel durchaus über einen Geruch, einen ziemlich auffälligen sogar. Er riecht erdig und modrig. Man findet ihn häufig an feuchten Stellen, zum Beispiel an einem unbemerkten Leck an der Wand. Schimmelsporen wachsen an diesem feuchten Fleck und können ernste gesundheitliche Probleme hervorrufen. Ein weiterer Grund, warum dein Bad etwas muffig riecht, könnten das stehende Wasser oder Rückstände im Abfluss sein. Wenn du den Klempner schon bestellt hast, er aber erst übermorgen kommen kann, kannst du den Gestank ganz leicht übertünchen. Trage ein paar Tropfen eines ätherischen Öls, das du magst, auf die Klopapierrolle auf. Klar, das Problem ist noch da, aber immerhin erstickst du nicht mehr an dem Gestank. Solltest du deine Klobürste als Schuldigen entlarvt haben, fülle parfümierten Reiniger direkt in den Halter. Du kannst auch deinen eigenen Raumduft herstellen. Mische ein Glas destilliertes Wasser mit einem Teelöffel deines bevorzugten ätherischen Öls und einem Teelöffel Franzbranntwein. Letzterer kümmert sich um die Bakterien und das ätherische Öl beseitigt den schlechten Geruch. Außerdem vermeidest du das Risiko einer allergischen Reaktion. Man möchte meinen, eine Spülmaschine wäre von Haus aus sauber, aber der muffige Geruch in deiner Küche könnte von ihr stammen. Eine warmfeuchte Umgebung ist perfekt für Schimmelsporen. Wenn es dann auch noch Essensreste gibt, fühlt sich der Schimmel wie im Paradies. Lasse ein heißes Trockenprogramm ohne Geschirr durchlaufen, um ihn loszuwerden. Achte darauf, alle Innenteile inklusive Filter und Fächer auszuspülen. Manchmal kann auch der Besteckkorb recht stockig werden. Nimm ihn heraus und weiche ihn etwa eine Stunde lang in einem antibakteriellen Reiniger ein. Spüle ihn vor der nächsten Verwendung gründlich ab. Wenn du auf Schimmel allergisch reagierst, kannst du dich auf all die lästigen Symptome wie Husten, Niesen, Jucken und so weiter einstellen. Manchmal ertragen Menschen diese chronischen Probleme, ohne zu wissen, dass Schimmel an Stellen wächst, die sie nur nicht sehen können. Wenn du Schimmel in deinem Haus findest, sagen wir im Bad, wo es häufig nass ist, kannst du ihn mit ammoniakfreien Reinigern oder Spülmittel abwaschen. Achte darauf, deine Haut mit Handschuhen und langen Ärmeln zu schützen und trage eine Atemschutzmaske, um nicht die Sporen einzuatmen. Wenn du eine ziemlich große Stelle mit Schimmel findest, solltest du am besten einen Profi kommen lassen, der sich kompetent und sicher um das Problem kümmert. Auch dein Handtuch könnte muffig riechen. Achte darauf, es nicht häufiger als 3-mal hintereinander zu verwenden. In ihm sammeln sich Bakterien. Außerdem kann ein feuchtes Handtuch ganz schön müffeln. Eine extra Portion Backsoda in die ein oder andere Waschladung wird helfen, die Bakterien zu beseitigen. Wenn es in deinem Schlafzimmer faul riecht, könnte deine Matratze der Grund sein. Jüngste Untersuchungen von 7 Jahre alten Matratzen zeigen, dass dort pro Quadratzentimeter über 2 Millionen Kolonien bildende Bakterien hausen, quasi das gesamte Universum in deinem Bett. Dort finden sich alle Arten von Abschaum, Hefen, Schimmel und sogar Staphylokokken. Hier kann wieder Backsoda helfen. Verteile etwas davon auf der Matratze, lass es eine halbe Stunde einwirken und sauge es dann ab, am besten mit einem Bürstenaufsatz. Hüte dich vor seltsamen Geräuschen im Haus.
Klicken und Klopfen im Herbst oder Winter kann das erste Anspringen der Heizung während der kalten Jahreszeit sein. Aber manchmal steckt das Problem auch in Form von kondensiertem Dampf in den Heizkörpern. Das hat mit der Luft, die sich im Heizkörper durch die Temperaturschwankungen ausdehnt und zusammenzieht, zu tun. Um das Problem zu beheben, solltest du die Heizkörper entlüften. Blubbernde Geräusche im Haus können verschiedene Ursachen haben. Seltsamerweise könnte es das Geräusch eines Lecks sein. Wenn du nicht sicher bist, drehe den Haupthahn zu und lausche. Verschwindet das Geräusch, sobald die Leitung abgedreht ist, und kommt wieder, wenn du den Hahn wieder öffnest, muss ein Klempner kommen. Wenn sich dabei nichts ändert, könnte es auch der Boiler sein. Manchmal lagert sich am Grund Sediment ab und blubbert jedes Mal, wenn das Wasser aufgeheizt wird. Den Behälter komplett zu leeren wäre dann eine gute Idee. Wenn der Filter der Klimaanlage schmutzig ist, erzeugt er vielleicht ein seltsames, markerschütterndes Geräusch. Ein schmutziger Filter bedeutet, dass das System die Luft nicht frei einsaugen kann und sie stattdessen um den Filter herum ansaugt. Das mag tagsüber nicht so sehr auffallen, aber nachts treibt es dich in den Wahnsinn. Also Filter austauschen und endlich wieder schlafen wie ein Baby. Wenn du vorhast, in ein neues Haus zu ziehen, sieh dir die Wände genau an, bevor du dich entscheidest. Wände mit 20 Schichten Farbe sind ein guter Grund, sich Sorgen zu machen. Im Gegensatz zu alten, abgeblätterten Wänden sprechen frisch gestrichene Wände. Vielleicht wird hier etwas kaschiert. Frage den Besitzer, warum diese Wände so dringend gestrichen werden mussten. Sieh dir auch die Decken an. Machst du dir erst die Gefahren einer Popcorn-Decke bewusst, willst du nie wieder unter einer sitzen. Popcorn-Decken sammeln nicht nur Unmengen an Schmutz und sehen, naja, ziemlich komisch aus, sie können auch eine giftige Substanz namens Asbest enthalten. Asbest besteht aus einer ganzen Reihe von natürlich vorkommenden und kaum aussprechbaren Kristallfasern. Asbest wurde gerne als Baumaterial eingesetzt, weil es verdammt stabil ist und auch hohen Temperaturen standhält. Auch Chemikalien und sogar Strom können ihm nichts anhaben. Einige alte Häuser haben mehr als eine Schicht auf dem Dach und manchmal können auch diese Asbest enthalten. Zu viele Bäume im Vorgarten bergen ebenfalls Gefahren. Bei einem Sturm können sie umfallen oder sogar durch einen Blitzschlag Feuer fangen. Sie entfernen zu lassen, kann allerdings sehr kostspielig sein. Und auch in Hecken lauern tausende Krabbelfiecher, die du lieber nicht in deinem Haus haben willst. Hast du diese lästigen kleinen Schaben und Ameisen erst einmal in deinem Haus, brauchst du eine richtige Keule. Dummerweise sind entsprechende Pestizide auch für dich nicht gerade unschädlich. Nachdem das Insektizid seinen Zweck erfüllt hat, solltest du es daher gründlich aufputzen. Und lagere jede Form von Pestiziden weit weg von Lebensmitteln oder anderen Dingen, die deine Haut berühren. Unter dem Ausguss oder in der Garage wäre eine gute Idee. Dein Teppich mag ja ganz unschuldig daliegen, aber er gibt potenziell schädliche Chemikalien, bekannt als flüchtige organische Verbindungen aus Klebstoffen und Färbemitteln, ab. Denke daran, dass dein neuer Teppich in den ersten Tagen verschiedenste Chemikalien ausdünsten könnte. Davon abgesehen sammeln sich in deinem Teppich Staubmilben, Haustierschuppen, Schimmel, Schmutz und vieles mehr. Menschen mit Atemwegserkrankungen können da ernste Probleme kriegen. Um mögliche Komplikationen zu vermeiden, solltest du in den ersten Tagen, nachdem ein neuer Teppich verlegt wurde, die Fenster offen lassen, sodass die flüchtigen Substanzen entweichen können, und sauge deinen Teppich regelmäßig, um Verschmutzungen zu beseitigen. Wow, vielleicht sollte ich lieber in eine Höhle ziehen. Das erscheint mir sicherer. Ist das etwa ein Bär? Solltest du in die unangenehme Situation geraten, auf ein gefährliches Tier zu treffen, ist das Letzte, was du gebrauchen kannst, den Feind nicht mal sehen zu können. Schauen wir uns ein paar der raffiniertesten Jäger an, die die Kunst der Tarnung perfektioniert haben. Heranschleichen, das können Schlangen besonders gut. Sie beißen dich, ehe du auch nur ahnst, dass eine in deiner Nähe ist. Und Mann, beißen sie uns gerne. Jährlich werden weltweit geschätzt 4,5 Millionen Menschen von Schlangen gebissen. Das Unangenehme für den Menschen ist, dass die Schlange mit dem höchsten Giftertrag, also der Menge an Gift, die auf einmal aus der Giftdrüse abgegeben werden kann, auch ein Meister der Diskretion ist. Darf ich vorstellen, die Gabunviper. Nein,
bleibe lieber fern. Diese Schlangenart findet man in den subtropischen Wäldern und Savannen Westafrikas, unter anderem in Ländern wie Elfenbeinküste, Ghana, Guinea, Liberia, Sierra Leone und Togo. Das sind verflixt viele Schlangen. Sie erreichen eine Länge von 1 bis 2 Metern und wiegen 9 bis 11 Kilogramm. Damit gehören sie zu den längsten und schwersten Vipern. Ich sage das nicht nur aus dramaturgischen Gründen, aber diese Art verfügt auch über die längsten Fangzähne aller Giftschlangen. Sie messen 5 cm oder gar noch mehr und klappen an das Gaumendach der Schlange, wenn sie nicht gebraucht werden. Na, gruselst du dich schon ordentlich? Dann lege ich mal noch eine Schippe drauf. Auf der Nase trägt sie vergrößerte Schuppen, die wie ein paar Hörner aussehen. Dazu hat sie einen breiten dreieckigen Kopf und senkrecht geschlitzte Pupillen. Oh, als Lauerjäger profitiert sie von ihren bräunlich-grau gefleckten Schuppen. Die Bitis gabonica, so ihr wissenschaftlicher Name, kein Scherz, jagt bei Nacht und wartet geduldig unter Blättern und Pflanzen am Waldboden auf ihre vorbeiziehende Beute. Die Schlange ist ein Fleischfresser. Sie ernährt sich hauptsächlich von Nagetieren, Vögeln, Fröschen und Eidechsen. Ihre Jagderfolge verdankt sie ihrer Fähigkeit, komplett mit ihrer Umgebung zu verschmelzen. Dadurch ist sie sogar in der Lage, größere Tiere wie Mungos oder Hasen zu erbeuten. Ich denke, es ist überflüssig zu erwähnen, dass du nur 2 Dinge im Kopf haben solltest, wenn du einer Gabun-Viper über den Weg läufst. Erstens, nicht streicheln. Besser noch, lauf weg. Allerdings solltest du das im Schneckentempo tun, denn diese Schlangen verfügen über den schnellsten Biss weit und breit. Ihr Kopf bewegt sich bei einer Attacke mit 280 bis 320 Kilometern pro Stunde. Oh, und das Zweite? Du solltest vielleicht jemanden engagieren, der vor dir läuft. Nur so eine Idee. Zum Glück kommt es nur selten zu einem Biss einer Gabun-Viper, da sie deutlich friedlicher sind als andere gefährliche Schlangen wie Puffottern oder schwarze Mambas. Das bedeutet nicht, dass du nicht auf der Hut sein brauchst. Zu Bissen kommt es in der Regel, wenn ein Mensch versehentlich auf ein Exemplar tritt. Wie wir bereits wissen, sind sie ja äußerst gut getarnt. Für den Pechvogel, den es erwischt hat, ist die Lage ernst. Das Gift der Gabun-Viper ist extrem gefährlich, wenn nicht innerhalb von 2 bis 4 Stunden ein Gegengift verabreicht wird. Okay. Du hast dir vermutlich schon gedacht, dass viele Schlangen die Tarnung zu ihrem Vorteil nutzen, da sie nah am Boden leben und weder groß noch breit sind. Warum schauen wir uns dann nicht ein Tier an, von dem du nicht erwarten würdest, es zu übersehen? Wie wäre es mit einem Leoparden? Leoparden gibt es in vielen Teilen der Welt, Afrika, Teile des Mittleren Ostens sowie Asien, wie beispielsweise China, Indien und Ostrussland. Im Schnitt wiegen sie 50 bis 90 Kilogramm und werden bis zu 2 Meter lang, ihr 1 Meter langer Schwanz nicht mit eingerechnet. Typischerweise sind sie im oberen Bereich gelblich gefärbt und unten weiß. Über den ganzen Körper verteilt haben sie zudem in Rosetten angeordnete dunkle Flecken. Die verschiedenen Muster deuten auf mehrere verschiedene Rassen hin. Schwarze Leoparden sind perfekt gerüstet, um während der Nacht anderen Tieren aufzulauern. Ihr Fell ist komplett schwarz. Bestimmt denkst du, dass so ein gefleckter Pelz doch leicht zu entdecken wäre, aber dem ist nicht so. In ihrer Umgebung gibt es viele helle und dunkle Flecken unterschiedlicher Größe und Schattierung. Da ist es hilfreich, viele Flecken, Kleckse oder Streifen zu haben. Denke nur einmal an die halbschattige Wildnis Afrikas und wie die Tiere die Umgebung zu ihrem Vorteil nutzen können. Als bräuchten Leoparden noch weitere Fähigkeiten, um sich heimlich anzuschleichen, sind sie auch noch vorzügliche Kletterer. Anders ausgedrückt, die Gefahr droht auch von oben. Und welche Tiere lassen sich nun von der Tarnstrategie eines Leoparden reinlegen? Nun, alles, was er überwältigen kann, von kleinen Nagetieren bis hin zu Wasserböcken. Meist machen Leoparden aber Jagd auf kleinere Antilopen und Hirsche. Gott sei Dank gelten Leoparden von allen Großkatzen, die dir bei einer Afrika-Safari begegnen könnten, als die unwahrscheinlichsten Kandidaten für einen Angriff auf einen Menschen. Gefährliche Zusammenstöße gibt es nur mit geschwächten Tieren, die nicht jagen können und nehmen müssen, was sie kriegen können.
Trotzdem solltest du in Gebieten, in denen Leoparden leben, wachsam sein. Es ist auch relativ zwecklos, vor ihnen davonlaufen zu wollen. Sie erreichen bis zu 56 Kilometer pro Stunde. Interessanterweise ist das langsamer als die Maximalgeschwindigkeit der meisten ihrer Beutetiere, was wiederum für ihre fabelhafte Fähigkeit, sich anzuschleichen, spricht. Es gibt viele Gründe, warum das Fleckenmuster eines Leoparden beste Dienste hinsichtlich Tarnung leistet. Aber weißt du, wo sie ganz und gar nicht hilfreich wären? Wie wäre es mit der verschneiten Arktis? Dort siehst du lediglich ein paar Augen, eine Nase und Pfoten auf dich zukommen, denn der Rest des dazugehörigen Tiers verschmilzt perfekt mit der Umgebung. Ich spreche natürlich von Eisbären. Ja, der Eisbär kann sich in seiner Umgebung optimal abtarnen, da er leicht als Schneewehe durchgeht. Überraschenderweise ist das Fell eines Eisbären aber gar nicht weiß. Es ist eher gelblich und seine Haut ist sogar schwarz. Eisbären nutzen ihre Tarnfarbe nicht nur zur Jagd, sondern auch zu ihrem eigenen Schutz. Das klingt irgendwie seltsam, wenn man bedenkt, dass Eisbären die größte Bärenart sowie die größten Fleischfresser an Land auf der ganzen Welt sind. Sie wiegen bis zu 600 Kilogramm und sind auf allen Vieren stehend bis zu 1,5 Meter groß, aufgerichtet sogar fast 3 Meter. Obwohl sie dank ihres Fells nur schwer zu entdecken sind, ist die Kunst ihrer Nahrungsbeschaffung die Geduld. Eine beliebte Jagdmethode ist, sich reglos an einem Atemloch einer Robbe auf die Lauer zu legen und das oft nicht nur Stunden, sondern tagelang. Manchmal zahlt sich ihre Geduld trotzdem nicht aus. Selbst wenn eine Robbe zum Atmen auftaucht, ist ihr glitschiger Körper schwer zu erwischen. Im Schnitt fängt ein Eisbär nur 1 von 5 Robben, denen er begegnet. Aber sie können die Sache auch selbst in die Hand oder besser gesagt Pranken nehmen. Eisbären sind sehr gute Schwimmer und können ebenso gut im Wasser jagen. Sie bringen es auf bis zu 10 Kilometer pro Stunde, indem sie mit ihren Vorderbeinen paddeln und die Hinterbeine als Ruder benutzen. Ihre Pfoten haben kleine Häutchen zur Unterstützung beim Schwimmen. Im Wasser können sie bis zu 30 Sekunden lang die Luft anhalten. Zum Glück sind Begegnungen von Eisbären und Menschen äußerst selten. Zwischen 1870 und 2014 gab es nur 73 dokumentierte gefährliche Kontakte zwischen den beiden Spezies. Wie bei Leoparden und Gabunvipern müssen wir uns schon auf den Weg machen, um sie zu finden. Das Problem ist nur, dass das Risiko hoch ist, dass sie uns in diesem Fall zuerst entdecken würden. Manche Lebewesen sind auf Tarnung gar nicht angewiesen. Sie sind so winzig, dass du sie kaum sehen kannst. Das trifft zum Beispiel auf die als gemeiner Königsmörder oder Marlokingi bekannte Quallenart zu. Dieser Meeresbewohner misst gerade mal 3 Zentimeter, vergleichbar mit einem menschlichen Daumennagel. Stell dir vor, im Meer zu schwimmen und etwas so Winziges entdecken zu wollen. Der gemeine Königsmörder hat 4 von einem Gewebe, das an einen Halo erinnert, umgebene Tentakel. Man findet diese Qualle vornehmlich in australischen Gewässern. Ihren Namen verdankt sie übrigens einem unglücklichen Zusammenstoß mit einem amerikanischen Touristen namens Robert King, der in Australien Urlaub machte, schwimmen ging und getötet wurde, fürchte ich. Falls du denkst, Quallen würden den ganzen Tag nur ziellos durch das Wasser treiben, irrst du dich. Die meisten sind sogar aktive Jäger. Der Königsmörder ist da keine Ausnahme. Diese Qualle hat sogar Augen mit Linsen, Hornhaut und Retina. Sie sehen echte Bilder und können weit mehr als nur den Unterschied zwischen Licht und Schatten wahrnehmen. Obwohl sie nur so winzig ist, ist die Marlokingi äußerst giftig, wie der arme Herr King feststellen musste. Bei Kontakt schießt sie mit Hilfe ihrer pfeilartigen Stechzellen an ihren Tentakeln ihr Gift direkt in den Blutstrom ihres Opfers. Zum Glück ist sie an Kontakt mit Menschen wenig interessiert. Trotzdem werden jährlich geschätzt 150 Millionen Menschen von allen möglichen Arten von Quallen gestochen. Halte also lieber die Augen offen, während du unter Wasser bist. Ein lila Sonnenuntergang. So etwas musst du mindestens einmal in deinem Leben erleben. Das ist zwar nicht gefährlich und hat damit zu tun, wie sich das Licht ausbreitet. Das Sonnenlicht ist weiß, aber wenn es durch ein Prisma fällt, sieht man Lichtwellen in verschiedenen Farben, von Rot und Orange bis Blau, Grün und Indigo. Das Licht breitet sich meistens in einer geraden Linie aus, wenn nichts im Weg steht.
Die kürzeren Lichtwellen, also auch die blauen und violetten, werden leichter gestreut, wenn sie auf Moleküle oder Aerosole in der Atmosphäre stoßen. Bei Sonnenuntergang und Sonnenaufgang steht die Sonne tief am Horizont. Darum muss ihr Licht mehr Moleküle passieren, die das violette und blaue Licht streuen. Und die Farben, die deine Augen dann wahrnehmen, sind gelb, orange und rot. Aber unter den richtigen Bedingungen kannst du den herrlichen lila Himmel sehen. Manchmal ist der Grund aber viel gruseliger. Der lila Himmel kann durch Wirbelstürme, Waldbrände oder Staubstürme verursacht werden. Die Konzentration von Wasserdampf in der Luft steigt und das Licht wird stärker gestreut als sonst. Auch Staub, die untergehende Sonne und eine niedrige Wolkendecke tragen zu diesem natürlichen Schauspiel bei. Der Himmel färbt sich in der Abenddämmerung orange und rot, wenn es noch hell genug ist. Dann gibt er rosa Farbtöne ab, die sich mit dem dunkelblauen Himmel vermischen. Du weißt doch, was passiert, wenn man rosa und blau mischt. Man erhält die Farbe lila. Nicht jeder Hurrikan färbt den Himmel lila. Es lässt sich kaum vorhersagen, genau wie ein Regenbogen. Dennoch berichteten die Leute, dass mehrere große Hurrikane den Himmel lila färbten. Ein grüner Himmel sieht genauso atemberaubend aus wie ein violetter, aber er schreit nach Gefahr. In der Regel bedeutet er, dass ein Gewitter, ein Hagelsturm oder ein Tornado in der Nähe ist. Die einzigartige Farbe entsteht, wenn sich gelbe Sonnenstrahlen mit dem blauen Licht der Gewitterwolken vermischen. Du genießt einen schönen Tag am Ozean und plötzlich bemerkst du, dass sich das Wasser enorm schnell vom Strand zurückzieht. Das ist ein klares Zeichen für dich, möglichst schnell und weit weg vom Strand zu rennen. Denn das kann bedeuten, dass sich ein Tsunami nähert. Und eine schnelle Reaktion erhöht deine Überlebenschancen. Wenn du bemerkst, dass der Meeresspiegel steigt, aber nicht zu extrem erscheint, könnte das ein weiteres Zeichen sein, dass ein Tsunami nah ist. Dies geschieht in 40% der Fälle und das einströmende Wasser ist die erste Tsunami-Welle. Die nächste, die viel größer und gefährlicher ist, folgt in der Regel in etwa 10 Minuten. Tsunamis tauchen immer mit lauten Geräuschen auf. Man beschreibt sie als Donner, das Grollen einer Lokomotive, eines Hubschraubers oder einfach als einen lauten Knall. Siehst du am Strand einen unruhigen Wasserstrom? Halte dich lieber fern davon. Es kann unter der Oberfläche einen Rippstrom geben, der extrem gefährlich ist. Manchmal treffen die Wellen auf seltsame Weise auf das Ufer, sodass diese Strömungen entstehen. Vielleicht siehst du eine seltsame Wellenbrechung oder einen Wasserfleck, der eine deutlich andere Farbe hat. Ein weiteres Warnzeichen für eine reißende Strömung sind Algen, die in zufällige Richtungen treiben. Wenn du in einen Rippstrom gerätst, halte dich möglichst über Wasser, aber versuche auf keinen Fall gegen den Strom zu schwimmen. Du verschwendest damit nur wertvolle Energie. Rufe um Hilfe und versuche, am Strand entlang zu schwimmen. Wenn du aus der Strömung herauskommst, beweg dich schräg zum Ufer. Wenn du das nächste Mal kegelförmige Wolken am Himmel siehst, suche schnell nach einem Unterschlupf. Wenn sie einfach so bleibt, dann kommt ein großer Sturm. Aber wenn eine solche Wolke anfängt, sich zu drehen, bedeutet das, dass sie sich in einen Tornado verwandelt. Wenn du Bienen in der Nachbarschaft hast, können sie dich eines Tages vor großem Ärger bewahren. Diese fleißigen Kerlchen werden aktiver als sonst, wenn sie einen Sturm spüren. Sie versuchen, mehr Nektar zu sammeln, ehe er sie erreicht. Und sie kehren immer 10 bis 15 Minuten vor einem starken Regen zum Bienenstock zurück, auch wenn es keine sichtbaren Anzeichen für einen Regen gibt. Die superempfindlichen Haare auf ihrem Rücken können die elektrostatische Aufladung von Gewitterwolken auffangen. Und das ist ihr Geheimnis. Schon seit Jahrhunderten wissen die Menschen, dass sich Tiere einige Tage vor großen seismischen Ereignissen seltsam verhalten. Hunde bellen unaufhörlich, Kühe geben keine Milch mehr und Kröten, Ratten und Schlangen verlassen ihre Nester. Es sieht so aus, als ob Tiere kleinere Erdbeben spüren können, die Menschen nicht einmal bemerken.
Wissenschaftler versuchen, eine Erklärung dafür zu finden. Aber trotz mehrerer Experimente sind sie immer noch nicht in der Lage, dieses Geheimnis zu lüften. Kannst du Ozon in der Luft riechen? Wenn ein Gewitter aufzieht, ist es der deutlichste und stärkste Geruch, den man wahrnehmen kann. Er wird durch die elektrische Ladung eines Blitzes aus größeren Höhen freigesetzt. Der andere, angenehmere Geruch des Regens ist der Petrichor. Regenwasser weckt Moleküle auf Pflanzen, Bäumen, Beton und Asphalt. Ihr Geruch verbreitet sich überall. Du kannst diesen Geruch sogar im eigenen Mund spüren. All die positiven Ionen in der Luft, die ein Blitz freisetzt, vermischen sich mit Ozon und deinem Speichel. Und dadurch bekommt man diesen bitteren, metallischen Geschmack. Kurz vor dem Blitzeinschlag kannst du seltsames Knistern, Summen oder sogar Vibrationen hören, die von Metallobjekten verursacht werden. Deine Hände beginnen zu schwitzen. Und dann spürst du, wie sich deine Haare zu Berge stellen. Das ist eine klare Warnung, um dein Leben zu retten. Positive Ladungen wandern durch deinen Körper und versuchen, den negativen Teil des Sturms zu erreichen. Vertrau mir, du möchtest gar nicht, dass sich diese beiden Ladungen treffen. Wenn du keinen Unterschlupf in der Nähe siehst, versuch dich kleiner zu machen als die Objekte um dich herum. Klappe deinen Regenschirm zu und halte dich von Drahtzäunen, Metallrohren, Schienen und anderen Metallobjekten fern. Und leg dich nicht flach auf den Boden. Er ist bestimmt nass, was bedeutet, dass der Strom gut leitet. Bemerkst du plötzlich Risse im Asphalt neben dem Haus, könnte das ein Hinweis auf einen Erdfall sein. Überprüfe dein Haus von innen. Klemmt die Tür oder gibt es vielleicht einen Spalt ganz oben unter der Decke? Krumme Küchenschränke und Schubladen, schiefe Böden, sich neigende Treppen, Wasser, das nach jedem Regen ausläuft und verschobene Leisten sind alles Anzeichen dafür, dass sich ein Erdfall anbahnt. Um zu erkennen, ob es sich tatsächlich um ein Erdfallloch handelt und wie gefährlich es ist, musst du ein Ingenieurbüro hinzuziehen. Wenn du ein bereits vorhandenes Erdfallloch entdeckst, halte dich davon fern. Am besten solltest du ihn einzäunen oder absperren, um ihn für andere weniger gefährlich zu machen. Und du brauchst bestimmt professionelle Hilfe, um es zu reparieren. Manche Vulkane schreien, wenn sie kurz vor dem Ausbruch stehen. Kleine Erdbeben, die oft vorher stattfinden, erzeugen ein Brummen. Menschen hören es meist nicht, aber manchmal lässt es sich als ein seltsames Grollen oder Zischen aus dem Boden hören. Dieses Geräusch nennt man harmonischer Tremor. Bei einigen Vulkanen ist es das Geräusch von Magmablasen, die vibrieren, wenn sie durch Spalten in der Erdkruste wandern. Aber das ist nicht immer der Fall. Die Wissenschaftler verstehen noch nicht, was genau diese vulkanischen Schreie verursacht. Sonst könnten sie ein begrenztes Frühwarnsystem für Vulkanausbrüche schaffen. Wenn du in der freien Natur unterwegs bist, achte auf das Wasser in Bächen und Flüssen. Wenn der Wasserstand schnell sinkt, auch wenn es regnet, könnte dies ein Anzeichen für einen nahenden Erdrutsch sein. Und wenn du ein leises Rumpeln oder ungewöhnliche Geräusche hörst, wie Felsbrocken, die zusammenklopfen, könnte es bedeuten, dass Trümmer auf dich zukommen. Das ist ein Zeichen, dich schnell in Sicherheit zu bringen, und zwar sofort.